Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Let's Play Hexit Minecraft mit meinen Freunden Kiwi Maron und Salem. Hey. Guten Tag. Und ja, wir haben letztes Mal aufgehört hier in dieser Underground Station. Ja, genau. Und Skelett muckt gleich wieder. Hier spawnen irgendwie immer Skelette, keine Ahnung warum das so Alter, ist, aber hier guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe so eine Sofa-Ecke gemacht. Eine Sofa-Ecke aus Wasser. Ja. Oh, sehr gemütlich. Kannst du richtig mal durchspülen. Ja. Mal richtig durchspülen. Erstmal die Unterhose durchspülen. Und wir es waschen. Oh, warum wird's dann braun? Das fängt schon wieder so geil an. Oh, ein Fuchs! Sagen dir, follow the Fuchs! Bus! What the fuck? What the fuck, ey? Wo ist der? Schon Alter, wieder. Willst du einen Bumerang? Komm her! Nein, nein! Oh, wieder schreit, Alter! Da kann ich nicht hingucken, da kann ich einfach nicht hingucken. Und wir hören. Ich, also bei Kiwi, ich weiß nicht, ob man es bei deiner Aufnahme hört, auf jeden Fall bei GameTrain hört ihr, dass ich auf jeden Fall ein neues Headset habe. Ich höre mich jetzt auf jeden Fall viel geiler an und angenehmer. In den ersten 6 Parts, wie gesagt, war es halt ein bisschen leise, dafür muss ich mich entschuldigen, aber ich kann nichts dafür, dass Mediamarkt solche Billigscheiße produziert. Sag aber Mediamarkt. Naja. Meine Mutter ist vertraut zu Saturn. Ihr wisst ja, was ich meine. So, Peter. Jetzt kommst du erstmal hoch und wir machen wo Haus bauen rein. Ja, da. Haus bauen, ich wollte es gerade sagen. Haus bauen ist jetzt erstmal wichtig. Wir wollten es eigentlich schon in der letzten Session machen. Wir nehmen jetzt wieder 1-2 Stunden auf und ich habe ganz vergessen, meine Uhr zu starten. Deswegen habe ich es jetzt gemacht. Einfach mal so 3-2 Minuten Pipapo dazu. Pipapo. Pipapo. Noch ein paar Sachen eingesammelt. Der Pelikan ist ja noch immer da, Alter. Der Server ist jetzt schon 7 Tage an. Der bleibt da. Der bleibt da. Nee, der tut sich auch aufmachen. Ah, stimmt. Hast du aber super nachgedacht hier. Hast du super mitgedacht hier, Mensch. Wilfried, wo bist du? Auf jeden Fall. Ach so, wir haben ganz vergessen. Sammy ist heute nicht in der Folge da. Ah ja, stimmt, ja. Weil wir aufnehmen ganz wollten heute. Weil wir es ausgemacht haben. Er ist nicht da. Ich sag mal zu seiner Entschuldigung, der Liebe hat Halsschmerzen, aber das sollte ihn eigentlich nicht davor entschuldigen. Ich meine, ich habe eine Mittelohrenentzündung, Kiwi hat Zahnschmerzen, Salem hat gar nichts. Weil ich ihn eigentlich total allein bin. Wir nehmen hier mit vollster Konzentration und vollsten Schmerzen auf. Nur für euch. So, schätzt das. Bist du? Mit deinem Bumerang. Aua. Oh, eine Falle, ne? Ja, da ist schon ein bisschen Atz rausgelaufen. Ein bisschen Atz. Ich habe ja auch so einen Electric-Stab. Oh, wie ist es überhaupt, wenn man mit dem hochfliegt und dann runterfällt, kriegt man Schaden? Nein. Irgendwie glaube ich gerne. Wir müssen uns als erstes, also wir haben mal ein bisschen, ich sag ja, wir hatten schon mal aufgenommen, das heißt, wir hatten ein paar Vorkenntnisse. Hör mal auf, hier rumzuzischen. Und auf jeden Fall, wir haben paar Vorkenntnisse und dann haben wir einfach nochmal so ein bisschen im Creative-Modus aufgenommen und ich muss sagen, wir haben ein bisschen was herausgefunden, was sehr überlebenshilfreich ist. Zum Beispiel die goldene Feder, womit man keinen Fallschaden mehr kriegt, was wir uns, sobald es geht, craften werden. Und, ja. Das Hammer in 3x3-Bereich abkloppen von Stein. Der Hammer. Der Hammer schlecht. Einfach nur der Hammer. Ich hab mir überlegt, Feder. Ja. Bist du da? Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Salem, ich bin hier. Ja. Ich bin bei dir. Das wäre hier das alles. Ey! Ich bin bei dir. Alles abholzen und hier bauen. Nee, das ist so eine scheiß Gegend. Auch sieht schon episch aus. Warte mal, ich flieg mal darüber und guck, was da ist. Ja, aber das ist auch Eislandschaft. Sieht ein bisschen eklig aus. Also, wir wollen auf jeden Fall in diese Herbstlandschaft bauen, weil das ein sehr schönes Gebiet ist. Ach, es macht richtig Spaß aufzunehmen, weil gerade alles passt. Die Musik ist schön, ich weiß, dass das Headset gut aufnimmt. Ich bin Superman, ich fliege jetzt nach Bagdad. Nochmal ganz kurz, um einen Kommentar anzusprechen, das wir gerade eben sogar erst bekommen haben. Unsere Videos, ob wir die ein bisschen länger machen können. Kürzer machen können, genau. Und ich würde mal sagen, in normalen Let's Plays wird zum Beispiel irgendein normales Spiel irgendwie Gothic zum Beispiel, nehmen wir jetzt so als Beispiel, kann man ja, gern als Beispiel.
Kann man zum Beispiel als 15-Minuten-Part machen. Okay, kein Problem. Aber bei Minecraft ist es so, da wir meistens 2 Stunden oder so aufnehmen, haben wir sehr viel Material. Und da wir nicht durcheinander kommen wollen, nehmen wir halt lieber 20er-Minuten-Parts als 15er-Minuten-Parts, weil dann nicht so viele Endparts, dann sag ich mal, am Ende rauskommen. Und so ein bisschen einfacher. Dazu wollte ich sagen... Oh, scheiße, jetzt ist mein Elektrikstab kaputt. Fuck! Elektrikstab. Bei Minecraft ist es so, 20 Minuten gehen sehr schnell vorbei in Minecraft. Ja. Du baust jetzt eine Hütte oder so und da sind schon die 20 Minuten zu Ende. Deswegen, also am liebsten würde ich jetzt 40 Minuten machen, aber dann hätten wir zu wenig Videomaterial. Dann müssten wir ja jede 2 Tage aufnehmen oder so. Und naja, die müssen ja dann auch länger gucken. Das wird eigentlich keinen Unterschied machen, wenn wir jetzt auf 40 Minuten, aber das wäre halt unfreundlicher für die Leute, die uns zuschauen, weil die ja nicht 40 Stunden am Stück ein Part gucken 40 wollen. 40 Stunden? 40 Minuten am Stück, komm mal rein. Ja, ist aber schon wahr. Aber 40 Stunden? Dazu muss man noch sagen, bei unserem Kanal, also Casual Games, sind 20 Minuten Parts ganz normal. Wir haben uns ganz am Anfang, also ich mit meinem Let's Play Partner haben uns darauf geeinigt, dass wir immer 20 Minuten Parts machen, egal bei was. Dann habe ich halt denen gesagt, Leute, lasst das am besten auch so machen, man kann das leichter rendern, also es bleiben nicht so viele Fitzel am Ende übrig. Deshalb haben wir das hauptsächlich gemacht. Nur damit ihr das mal kurz so versteht. Warum? Kiwi, ja? Hast du schon eine Kiste hier bei deinem angeblichen Haus platziert? Ja, das ist meine alte. Okay, ich hatte gerade schon gedacht, ich hätte Ultra-Kiste gefunden mit so viel geilen Sachen. Und ich muss noch was umschalten, da ich auf Cheat-Mode bin, weil ich die ganze Zeit Tag gecheatet habe. Ja, weil sonst wird's Nacht und... Ja, weil man kann einfach nicht auf die Wand. Nein, guck, ich habe sogar hier Day 41, 18 Uhr gecheatet, 6 Uhr, 12 Uhr, also nur damit's Tag oder Nacht wird. Also nichts Schlimmes. Nach Salem. Salem, ich würde sagen, da Kiwi jetzt nicht mehr an seiner alten Stelle bauen machen. Warte, ich habe Kiwi so getrollt. Kiwi, guck mal nach links. Ja, ich sehe es. Du bist echt hardcore. Ich bin so heftig, guck mal. Das ist jetzt so ein Karamellstrich. Ah, den habe ich auch gesehen. Hab mich schon gefragt, wer den Kackstift einfach so platziert hat. Nein, der hat so ein dunkles Holz. Zum Bauen von Boden und ich mach so einfach mein helles Holz rein, weil ich voll komm mal hier bin. Hoch. Wo bist du? Oben. Ja. Warte, ich seh dich, warte. Ich, okay, nee, ich geh einfach nach oben. Warte, ich geh einfach nach nein, oben. Nein, 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 nicht irgendwelche Kackstifte in der Gegend platzieren, das sieht scheiße aus. Mann, ey! Warte, ich bin... ich bin übers Alter, wir können eigentlich unser Haus damit Kiwis kombinieren. Ach nee. Wenn wir einfach oben, über Kiwi bauen, da ist ja so eine schwebende Plattform. Alter, das kann man hier so geil hinbauen. Haus digitiert zu Megahaus. Gar nichts. Ja, hier bauen wir auf jeden Fall, wenn nicht, dann baue ich hier. Ach, ich mach einfach hier Gravel. Oh fuck, das ist. Oh, okay, Sam. Dieser Berg, ich hoffe, der macht so Holz. Schwer. Ich hoffe, du hast Holz. Ich habe nämlich gar nichts. Also wirklich nichts. Ich habe auch Holz. Ich habe einen Rucksack, den habe ich noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe auch einen Rucksack, der ist pink. Boah. Irgendwie. Süß. Sam, guck mal, wie cool das hier oben ist. Wenn man das glatt baut. Lass das mal halt nur. Ja. Oh, ich hab so eine Idee, Alter. Eine Idee? Ja, komm mal kurz runter, dann siehst du, was ich meine. Ach du Scheiße, Alter, warte mal. Hier ist ganz gefährlich. Boah, Alter, ich bin da fast reingefallen, Mann. Ja, denkst du, wie es mir geht? Scheiße, ey, Kiwi, du hast hier so gefährlich für uns gemacht. Ich muss erstmal ein paar Kostwaffeln. Warte, ich mach hier kurz ein bisschen Nougat hin. Heute habe ich wieder meine Sprachfehler mitgebracht. So, also. Alter, jetzt soll ich trennen. Du siehst ja von da unten, also du siehst ja da oben, das ist nicht wirklich dick. Das ist ein dünner Boden. Das wird es aber noch ein bisschen dicker machen. Dass wir, also ich weiß nicht, da muss Kiwi zustimmen. Der muss von seinem Haus irgendwie, das wird ein größeres Projekt, dass wir daraus einen Berg machen. Dass wir hier den Teil so zubauen, dass es aussieht, als ob das ein Berg wäre. Ja, aber was wird denn, also du meinst jetzt hier so eine Wand hin platzieren? Ja, aber schon mit Abhang und so, dass es schon normal aussieht. Oh, eine Wand. Nein, hier kommt ja schon eine Wand hin. Ja, das wäre auch viel zu viel Arbeit.
Ich würde sagen, vielleicht die Wand da, die Decke da oben ein bisschen dicker machen, damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Können wir natürlich auch machen, dass wir so ein Gerüst bauen. Ja. Und dann können wir da... Ja, dann tun wir aber erstmal oben und wenigstens eine Hütte machen, damit wir nochmal, weißt du, erstmal unsere Sachen platzieren. Ja. Ich hasse diese blauen Blumen, ey. Also warum? Die dicken? Ja. Ja, du hast was gegen dicke, ne? Nee. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was du immer sagst, was 2014 passieren sollte, ey. Boah. 2014. Kriegt alle dicken Leute einen Lollipop von mir geschenkt. Oh ja, glaube ich dir auch. Klar. Er will uns mästen und dann essen. Hallo, meine Katze ist so fett, Alter, passt nicht durch die Tür. Warum soll ich da gegen fette Leute sein? Tortoise, Mann. Der ist so fett. Nee, seine Katze heißt nicht wirklich Tortoise. Wir haben... Also meine Katze heißt Blacky und Blacky führt so ein gewisses Doppelleben. Also einmal als Katze und einmal als Katze, die auf zwei Beinen geht mit einem Tanktop und Cappy. Okay. Ja, Cappy. Ja. Fragt was euch. Ist jetzt los? Warte mal, hauen wir hier erstmal die ganze Krätze weg. Ja, ich bin schon dabei. Fragt euch, wie man darauf kommt. Ich weiß selbst nicht. Ja, ich brauche erstmal eine Kiste, Mann. Ich habe kein Holz, das fängt alles richtig toll an, Mensch. Gib mir doch mal eine Kiste. Oder du hast wieder deinen Tossen-Skin. Alter, Mann, ich bin keine Tosse, das ist meine feminine Ader. Ach, nee, Scheiße, was war denn das? Ivi, war das mit jemand COD? Er ist mit so einem Text explodiert. Hallo. Drecksack! Ja. Ja. Ja, ich hab A. Danke. Was A? Mach dir selber eine. Ja, ach so ist es. Ich mach eine für dich und die willst du dann beanspruchen. Alter, ja, weil ich. Ich hab jetzt so gerade greedy auf den Vogel. Ich weiß gerade nicht, was ist denn los? Ah. Ich merk gerade schon wieder, wie meine Tastatur rumspackt. Also, ich hab mir jetzt ein Rundum-Paket geholt, eine Gaming-Maus, ein Gaming-Headset und eine Gaming-Tastatur. Aber die Tastatur, die... Was klaust du mir denn da? Tu es wieder zurück, du. Guck mal, was ich geklaut hab. Alter. Mann. Arschloch. Voll der sneaky Motherfucker. Und auf jeden Fall, die Tastatur, die ist eigentlich an sich richtig geil, aber die STRG-Taste und die Shift-Taste gehen nur, wenn man sie richtig stark bedrückt. Deswegen. Deswegen muss ich die wahrscheinlich zurückgeben und eine neue holen. Also das ist eine Sharkoon Skiller, die Maus ist ein Sharkoon Draconia und dann noch ein Mauspad davon und mein Headset, ich weiß nicht, das ist so ein heftig geiles Headset, das gar nichts kostet, aber trotzdem so unglaublich geil ist, dass jeder das haben will, aber niemand es hat, außer wir. Ja, ich hab mir das gleiche wie Salem geholt, weil Salem hat sich vor ein paar Tagen, Wochen ein Headset geholt, weil seins im Arsch, komplett im Arsch war. Und ich hab eigentlich nur mit so Gammel-Equipment gechillt und hab ich gedacht, so, jetzt hast du mal 100 Euro auf dem Konto, jetzt wird Zeit, holst dir mal ein bisschen was Gescheites. Ja. Ist viel angenehmer. Was wollte ich... Achso, hast du einen Diamant? Nee. Nur einen einzigen. Weil ich sehe gerade, dass du eine Hexikal-Essenz hast. Und ja, leider nicht. Das Leben ist hart, aber... Mist, das ist ja so ein Mist, ja. Mann, ich brauch mal... Ich komm gar nicht grad drauf klar. Oh, war nicht... Hey. Was? Nicht was? Schreien. Erzähl's mir. Ich hab aus Versehen wie eine Dings da gecheatet. Weil ich in Cheat-Mod war. Ach so. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie die craftet wird. Seht ihr's? Scale Leggings. Cheat. Mann, Alter. Wenn du 4 Obsidian hast und ich so lieb bin, weil ich ein toller Mensch bin, und dir eine Hexikal-Essenz macht, dann kannst du dir Plattenschuhe machen. Das wäre halt geil, weil ich möchte die Scale-Rüstung halt komplett kriegen. Weil man da kriegt man so gut wie wenig alle. Schaden. Ey, gib mir mal bitte ein bisschen Holz, damit ich mir mal hier. Starte ich verarscht, du hast hier gerade die ganzen Bäume abgeholzt und dann nein, hab ich gar nicht. Ja, wo sind die hin? Ich bin so im Reden, dass ich gar nicht merke, wenn ich Holz hab. Nein, hab ich gar nicht. Ich hab Holz.
Ja, ich hab dich doch nur nachgemacht, Mann. So. Ich wollte hier alles so wieder aufspiegeln, da weil ich Erzähler Sonne auf. Bin. So, jetzt mal allgemein kurz nochmal zu mir. Bitte entschuldigt jetzt, wenn ich nicht allzu viel rede, nur da ich so ein wirklich extremes Genius bin, habe ich mir vorgestern beim Essen tatsächlich den halben Backenraum verbrannt. Und jetzt fehlt mir die Hälfte an Haut in meiner Wange und es tut ein bisschen weh, wenn ich am Reden bin. Mein Kiefer verkrampft auch manchmal ein bisschen. Ich hab zum Beispiel jetzt gerade der Penner. Ich würde sagen, warte mal, fertig oder kann ich weiterreden? Ja, kannst du weiter. Gut, du hast vergessen, warum du überhaupt dein Dings da verbrannt hast. Dann erzähl ich das kurz. Der hat seit längerer Zeit Zahnschmerzen und da hat der sein Zahnarzt will den Zahn nicht ziehen. Er will's nicht. Er protestiert. Und deswegen hat der Schmerztabletten gegeben. Und der hat so eine Mundspülung. Nein, so eine Mundspülung, die den kompletten Mundraum betäubt. Und danach habe ich direkt was gefuttert. Also eine Suppe, weil es geht momentan nichts anderes. Und da habe ich mir so weit die Schnute verbrannt. Ah, das kenne ich. Ja, wer kennt's nicht? Alter, ich hasse Suppe so sehr, ne? Warum? Was hast du gegen die Suppe? Ich hasse Suppe, Alter. Wenn ich was esse, wer weiß, ich freue mich immer auf Mittagessen. Oh yeah, ich kann endlich was Richtiges essen und dann kommt so eine Suppe, Alter. Alter, will ich zu. Ja, stimmt schon irgendwo. Was? Darauf habe ich schon gewartet. Auf jeden Fall, warte. Zahn, komm mal hier ganz kurz hoch. Also wir bauen jetzt, ich kann es dir auch eigentlich so erklären, wir bauen jetzt nicht diese Schicht hier ab, sondern wir bauen hier eine noch drauf. Also. Oh, Reaper! Warum geht denn das so schnell? Hey! Ich weiß, du bist nein, böse. Nein, lass den in Ruhe. Hey, ich weiß, du bist böse, aber das geht heute nicht so. Alter. Lass den. Oh, geatzt, Alter. Was? Was willst du? Was? Also, ich möchte mal gerade so ein geiles, richtig geiles Thema anschneiden, das wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen bei euch veraltet sein wird. Und vielleicht haben sogar einige was mitzudiskutieren. Elder Scrolls Online. Oh ja, wir spielen die Beta. Beta-Key bekommen. Also fast alle von uns außer Sammy. Ich habe selbst keinen persönlich bekommen, aber ich habe ein bisschen meine Connection spielen lassen. Habe mich mit ein paar Leuten angefreundet und habe dann Gott sei Dank einen bekommen. Und wir haben es schon alle mal angespielt. Salem bis Level 10, ich bis Level 6, einen Magier. Salem war, glaube ich, ein Drachenritter. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Egal. Ja, nee, die Klassen waren schon davor bekannt. Ja, gut. Und Kiwi hat noch nicht so wirklich gespielt. Das heißt, wir werden auch nach diesem Let's Play zusammen nochmal spielen. Es ist jetzt gerade Samstag. Am Sonntag um 11.59 Uhr endet die ganze Beta. Und ja. Warte mal, muss ich fragen, ist abends endet die oder morgens? Abends. Also morgen. Genau zum neuen Tag dann an, also 11.59 Uhr. Alter, die haben es so getimt. Ich möchte mal ganz kurz sagen, von uns wird noch ein Video dazu kommen. Entweder jetzt bald über Elder Scrolls Online, wo wir einfach mal ein bisschen reden. Da wird Kiwi wahrscheinlich auch dabei sein. Ja. Und wir werden bei Casual Games dabei sein. Klar, ne? Und ich springe hier die ganze Zeit nur rum und babbel. Ich weiß nicht, ob wir das, wir müssen das halt erstmal ein bisschen planen, weil was wir sagen dürfen, was wir zeigen dürfen, weil das ist ja alles... Ja, heiter. Secret für die, die kein Beta-Key haben. Die haben halt Pech gehabt, aber wir können sagen, wir haben schon die Information, dass auf jeden Fall noch ein paar Beta-Läufe stattfinden sollen. Für die Consoleros unter euch, darunter sollen wahrscheinlich auch noch ein, zwei Testläufe stattfinden. Das Ganze erscheint ja, glaube ich, im April für den PC und Juni oder Juli. Also 4.4. vom PC auf jeden Fall. Ja, und irgendwie 16. Juni, glaube ich, für die Consoleros. Ja, Peter, das war knapp. Oh je, ey, du bist so ein Fisch. Ja, nee, ich wollte es abbauen. Ich habe gewusst, was da drunter ist, aber ich habe irgendwie Crash-Landung. Bethesda hat es irgendwie schon mit Datumzeiten, wann ein Spiel rauskommt. Warum? Das Skyrim 11.11. Ich glaube 2011, oder? Ja. Ja, guck, 11.11.2011, jetzt 14. 14.